So, da sind wir auch wieder. Jetzt mittlerweile bei der 6. Folge. Ja, genau. Doch, 6. Folge, ja, genau. Das hier ist jetzt die vorletzte nachkommentierte Folge. Ab Folge 8 sollte es wieder normal weitergehen. Ja, was sind jetzt die möglichen Voraussetzungen? Zum Beispiel, dass ich grüne DNA in Stufe 4 kriegen soll, ganz lange ganz oben bleiben soll oder mich durchgehend bewegen soll. Das ist ja, schwierig, ja. Und ganz rechts unten die Bedingungen, an die kann ich mich erinnern, das Wort, man soll 10 DNA haben. Ja, genau. Also in einem Run mal ebenso 10 DNA. Gut. Wir versuchen das ganz bestimmt nicht auf Programmer, das kannst du gerade mal vergessen. Wir spielen wieder Standard-User, jetzt geht's erstmal darum, nur noch so ein paar Updates und so zu kriegen. Super. So. Wie man hier schon sieht, versuche ich absolut graziös möglichst die grünen Punkte wegfallen zu lassen, mit der einfachen Begründung, dass ich vermutlich wohl die grüne DNA von dem Alien ganz links oben haben will. Ja, ach, ich kann mich dran erinnern. Nein, kann ich mich doch nicht. Okay. Ja. Oh. Hoppala. Das war geplant. Ach du Scheiße, peinlich. Ja, mittlerweile ist ja tatsächlich leider schon, ja, wie soll man sagen? Montag. Und Montag ist kein schöner Tag. Ja. Wieso muss ich denn jetzt schon wieder arbeiten? Mann, ich hatte so schön Urlaub. Also, ja, seit letzter Woche ist mein Urlaub vorbei. Ich war ja bekanntlich, habe ich ja für Rock im Park extra Urlaub genommen. Weil ich so ein verwegener, toller Hardrocker bin oder so. Der sich dann ganz besonders darüber gefreut hat, dass er nicht zu Helmscholl Burn ist, sondern zu Fanta 4, die einfach nur schlecht sind. Es tut mir leid, ja. Beziehungsweise, ich fand den Auftritt überhaupt unter aller Sau. Die sind die ganze Zeit auf der Bühne rumgerannt, als ob sie auf Drogen waren. Und das ist sehr peinlich. Finde ich zumindest, ne? Und naja, nee, Fanta 4 war auf Rocky Park echt scheiße. Ja. Genau. Moment. Ich wollte eigentlich darüber reden, dass mittlerweile wieder Montag ist und die scheiß Zeit umgeht wie Sau. Ich habe gerade über Rocky Park geredet, dass nicht Montag war. Verdammt. Ja, blöd, ne? Was sage ich denn jetzt? Ja, wieder gestorben. Was sage ich denn jetzt? Also, ja. Es ist schon wieder Montag. Die Zeit vergeht echt wie im Flug. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon einiges im Voraus machen. Die scheiß Folgen gehen so ewig lange. Hier jetzt auch wieder 18 Minuten. Die nächste geht 15, glaube ich, tatsächlich nur noch. Also, nur noch. Ach so, ja, ich kann mich dran erinnern. Ich kann mich erinnern. Hier habe ich mich tierisch aufgeregt in der Aufnahme. Ich war gerade verwundert, warum ich neu gestartet habe. Das ist die katastrophale Folge, in der ich ungefähr 20 Mal neu starten werde. Pass nur mal auf. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt, weil ich eigentlich dachte, ich hätte andere Dinge eingestellt. Und dann habe ich irgendwelche Power-Ups, die ich gar nicht eingestellt habe. Und das hat mich angekotzt. Es lag aber gar nicht an den Power-Ups, sondern einfach daran, dass man diese, die muss man sich live freispielen. Also im Freeplay kann man sie einstellen. Dafür sind die Einstellungen, fürs Freeplay, ja. Alter, wieso sterbe ich hier immer? Verdammt. Ja, im Freeplay kann man sie sich anstellen. Wir sind immer noch im Originalmodus. Das Freeplay zeige ich eines Tages mal, wenn wir alle Power-Ups haben, was mal mindestens ewig lang dauert und auf Creator auch schon mindestens 20 Punkte erreicht haben oder so. Also, nee, Programmer ist es, glaube ich. Oder? Programmer, Creator? Irgendwie so. Also schwierigster Schwierigkeitsgrad. Das will ich irgendwann schaffen. Ich kenne mich. Ich habe Super Hexagon mit derselben Einstellung gespielt und ich habe es sehr weit geschafft. Ich war in den Top 200 und das eine sehr lange Zeit. Ja. Habe ich jetzt die grüne DNA geholt? Ja, ne? Genau. Die grüne DNA habe ich geholt. Das heißt, ich werde mich gleich tierisch aufpissen, weil ich wieder Orbit habe. Pass nur mal auf. Achtung. Ja. ja, irgendwie ist das kacke mit dem Orbit, ne? Also, ja. Boah, da kann ich mich noch dran erinnern. An den Teil, ich hatte, ich habe mich so tierisch aufgeregt nach der
Also, ich habe das ist jetzt alles auseinandergeschnitten, ne? Das sieht eventuell nicht so aus, aber das war eine Aufnahme, eine einzige Videodatei, die ich da aufgenommen habe. Und die habe ich dann lediglich einfach auseinandergeschnitten, ne? Habe ich hier Hack... Oh, ich habe Programmer als Schwierigkeitsgrad ausgewählt. Jetzt habe ich mich schon gewundert. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich Programmer als Schwierigkeitsgrad ausgewählt habe. Vermutlich, weil ich sehr lustig bin. Aber ja, das war dann der zweite Grund, warum ich... Wow, chill. Ja, genau. Ja, habe ich ewig auf dieses Kackteil gewartet. Und sterbe ich? Nein, ich sterbe nicht. Hey. Ja, jetzt spielen wir zumindest einen Spielstand mal auf Programmer, weil ich so cool bin. Wie gesagt, kann ich jetzt schon sagen, nimmt kein gutes Ende. Es ist jedenfalls Montag. Montag ist ein sehr schöner Tag. Ich mag Montag, weil da bin ich nie ausgeschlafen. Da, geht's mir auch nicht gut, also da bin ich total scheiße drauf. Merkt man ja, ich lache ja überhaupt nicht oder so. es ist halt einfach Montag und keiner mag Montag. Wahrscheinlich streamt jetzt Graffen-LP gerade. Verdammt, ich hätte eigentlich zugucken müssen. Shit. Ja, übrigens, liebe Grüße an den guten Herrn Graffen-LP. Wie auch immer er es hingekriegt hat, dass ihm mal eben so eine Lampe auf den Schädel gefallen ist. Er wäre ja fast von der Lampe erschlagen worden im Stream. Ich sage jetzt einfach mal gute Besserung, ne? Also, sieh zu, dass du wieder gesund wirst und so und, kauf dir mal eine neue Lampe, deine Lampe ist kaputt. Ich finde das scheiße von dir, dass deine Lampe kaputt ist, ja? So, was versuche ich denn hier eigentlich gerade? Ich habe die grüne DNA, habe ich, ne? Habe ich die gebraucht? Nee. Die grüne DNA von da habe ich doch gar nicht gebraucht. Ah ja, jetzt wird gleich neu gestartet, weil ich wieder... Ja, Achtung. Das hat mich nämlich ganz leicht angekotzt. Als ich schon wieder nicht das habe, was ich haben will. Mann, ich war... Oh, das hat mich auch angekotzt. Ja, und es gibt halt einfach keine Erklärung oder so. Das ist halt so ein bisschen so ein Problem bei Janitors. Es gibt halt einfach keine Erklärung irgendwie so... wo du was, wann, wie bekommst. Und das ist halt ein bisschen tricky, aber das schafft man schon. Meine Einstellung zu dem Spiel hat sich nach der Aufnahme sehr verändert, weil ich wieder angefangen habe, das auch außerhalb der Aufnahme ein bisschen zu spielen und dann hatte man sowas ähnliches wie Übung. Ja, hier ist schon mein nächster gescheiterter Versuch, irgendwas zu erreichen. Hier plane ich irgendwie möglichst... Hier plane ich möglichst weit oben die ganze Zeit im Bildschirm zu sein, weil dann kriegt man auch irgendwann so ein tolles Power-Up. Habe ich das? Ich glaube, ich habe es nicht gekriegt. Nee. Ja, man sieht hier auch schon, der Schwierigkeitsgrad ist angestiegen. Ja. Wow, hier war ich sogar den 10 Items ganz nah. Deswegen habe ich denn das hier dann abgebrochen. Also, ich habe das natürlich bestimmt nicht abgebrochen. Hustus. Gerade, wo ich die Leute überzeugen wollte, dass ich gelogen habe. Verdammt, was war los mit mir? Ja, ich bin stinksauer mittlerweile, weil dieses blöde Quas einfach nicht reinkommt. Ja, wer kann es mir verübeln, verdammt? Weißt du, wie oft ich das jetzt schon gespielt habe? Bloß um so ein blödes Kreuz zu haben, da kriege ich es nicht. Das ist voll die Frechheit, Mann. Na, ich weiß auch gar nicht, wieso ich jetzt schon wieder die grüne DNA sammle. Ich glaube, ich hatte... Ja, genau, weil es auch nicht erklärt steht, ob man denn nur grüne DNA, davon insgesamt 10 sammeln muss, oder während einem Run mal eben so 10 DNA. Es ist übrigens während einem Run 10 DNA und als DNA zählen im Spiel auch Leben und Bomben. Also alle DNAs halt. Also alle großen Grünen, alle großen Kreise mit irgendwelchen Bildern drin. Hey, guck mal, ich bin tot. Wir spielen wieder auf Standard-User. Ja, Programmer war mir dann doch zu hardcore schon. Was genau ist los mit mir? Was genau ist los mit mir? Alter, ich habe 2 Leben verloren im ersten Level. Oh Gott. Ja, das zieht sich halt einfach irgendwie durch die ganzen Aufnahmen durch. Wie gesagt, das wird so langsam besser. Ich werde das jetzt auch ein paar Mal so
offscreen spielen, ne? Weil Super Hexagon, es hat mich angekotzt. Ich habe neu gestartet. Weil Super Hexagon, ja. Genau, hier hat er irgendwie nicht die Anzeige aktualisiert. Ja, und das kotzt mich immer noch an. Das kotzt mich wirklich immer noch an. So, grüne A, grüne DNA Stufe 4. Ich glaube, das habe ich sogar noch erreicht. Also, ein oder, eins. Keins. Vielleicht. Was war das? Okay, ah ja, genau, ja. Jetzt wollte ich nämlich mal probieren, ob diese Dinge nämlich zählen für Freeplay und so, ne? Und? Ja, hast du es gesehen? Hast du es gesehen? Da war nichts mit Orbit und das ist Counter. Ja, das ist Counter. Das ist das Teil, das ich seit einer halben Ewigkeit haben will und nicht krieg, ja? Das ist ganz genau das Teil, das ich seit einer halben Ewigkeit haben will und nicht krieg. Ja, und alles im Freeplay sofort da. Ja, und jetzt hat es bei mir mal so klack gemacht. Und dann war mir relativ klar, dass es eigene Schuld war. Oder eigene Dummheit. Ja. So vorbereitet geht es eben weiter. Ich glaube, hier habe ich dann so ziemlich den Entschluss getroffen, dass ich eben erstmal versuche. Dass ich verdammt, ich habe meinen Faden verloren. Dass ich erstmal versuche, alle Power-Ups zu kriegen. Oder? Habe ich das hier schon gemacht? Nein, habe ich nicht. Habe dann beschlossen, aber mittlerweile habe ich beschlossen, dass ich jetzt in den nächsten Aufnahmen tatsächlich eiskalt auf Beginner spielen werde. Ja, hier versuche ich gerade erfolglos Move Constantly, also dauerhaft bewegen zu kriegen, aber das habe ich jetzt schon verkackt, das sehe ich jetzt schon. Ja. Das sieht man wirklich, das sieht man mir an. Also ich hab's schon geschafft, ja, in meinem schönen Spielstand. Der halt so einfach kopiert wurde. Ja, da sieht man mir das an. Und man sieht, ich habe kein Orbit, was super ist, weil kein Orbit bedeutet, dass ja noch alles mal gut gegangen ist. Und jetzt bin ich tot und das war so peinlich. War super. Genau. Wer jetzt schon wissen möchte, also wir müssen das später nochmal freischalten. Wir haben es leider nicht bekommen, das Item für dauerhaftes Bewegen. Weil ich hier irgendwo mal stehen geblieben bin. Also ich bleibe hier jetzt demnächst irgendwann stehen. Damit kann man sich abfinden, ja. Genau, glaube ich, oder so. Ja, hier bin ich, glaube ich, stehen geblieben, genau. Jedenfalls, ah nein, weil ich versucht... Hä, habe ich versucht, hier wieder grüne DNA zu kriegen? Nee, hab ich gar nicht. Ich rede jetzt einfach mal weiter und wechsle das Thema wieder ein bisschen schön. Wenn ich so sehe, meine... Okay, ich muss doch die Aufnahmelautstärke wieder setzen. Auf 93, genau. Also ich spiele hier in Outer City immer so ein bisschen mit dem Pegel rum, während ich hier jetzt reinrede. Weil ich nach Möglichkeit eine schöne Aufnahmequalität oder eine schöne Stimmqualität haben will, die ich aber im Normalfall nicht bekomme. So was Blödes aber auch. Ja. In dem unteren Block, in dem ersten Block unten, ist ein Leben versteckt. Das hat man, glaube ich, bei mir noch nie gesehen. Aber in dem untersten Block ist ein Leben versteckt. Ja. Das sollte so erwähnt werden. Ja, guck, hier, ja, man sieht ja, wie ich mich dauerhaft bewege, ja. Deswegen haben wir es nicht gekriegt. Wenn man sich wirklich bis zum nächsten Update, also bis zum dritten Schiff, dauerhaft bewegt, dann hat man das Update. Also man muss nicht irgendwie den Menschen besiegen und sich dabei dauerhaft bewegen oder so, das kann ja keiner hinkriegen. Nein, es reicht, wenn man sich bis zum Schiff dauerhaft, also bis zum dritten Schiff, bis zum Schiff, das, das zum nächsten Level gehört. Wenn man sich bis da... Ja, oder es reicht auch bis zu dem Schiff. Ist auch möglich, ja? Hä? Nee. Doch, ja, nein. Wofür kriegt man denn Grace wieder? Verdammt, an das kann ich mich jetzt nicht erinnern. An die Waffe schon, die ist ab und an ganz lollig. Die schießt nicht nach Gegnern. Also diese Spezialschüsse gehen nicht nach Gegnern, sondern nach nahen Geschossen. Das heißt, das Teil schießt die ganze Zeit auf alle roten und rosanen Punkte, aber nicht auf den Gegner da oben.
Was das bringt, naja, soll jeder für sich selbst entscheiden. Der für sich selbst entscheiden. Ja. Was auf jeden Fall lustig wird, kann ich jetzt schon sagen, es gibt später ein Power-Up, das kannst du absolut vergessen, dass ich das jemals bekommen werde. Ich muss es aber trotzdem irgendwie kriegen. Ja, und die Bedingung ist nicht ziemlich scheiße, um es mal so zu sagen. War Grace das fürs dauerhafte Bewegen? Nee, Grace war, glaube ich, dieses Don't Waste a Bullet. Und ich stand da und habe mir gedacht, hä, wo habe ich denn keine Kugel verschwendet? Oder was genau willst du von mir? Ja. Und es war mir absolut nicht klar, was mit diesem Don't Waste a Bullet gemeint war, ja? Und, ich glaube, habe ich es mittlerweile herausgefunden? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die Herausforderung, also die Bedingung für das Teil war, glaube ich, wirklich Don't Waste a Bullet. Verschwende keine Kugel. Und ich habe nicht verstanden, wie das gemeint sein soll. Also ich habe es interpretiert, dass es zum Beispiel so sein könnte, dass man irgendwie, während kein Gegner auf dem Schirm ist, dass man nicht schießen soll oder so. Das könnte sein. Doch, das wäre eine Möglichkeit, das zu kriegen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich finde das super Belohnung. Ne? Man schießt eh keine Kugeln, dann kriegt man ganz viele, die man nicht schießen kann. Ja. Genau. Grüne DNA. Wo gibt es hier grüne DNA? Gibt es in Level 3 grüne DNA? Ich glaube nicht, ne? Grüne DNA gibt es, glaube ich, genau 3 Stück im ganzen Spiel. Die wir... Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Auf die dritte DNA kommen wir zurück. 2 habe ich gezeigt. Die eine ist im ersten Level bei dem Alien links oben. Eine weitere ist dann eben in diesem Block im zweiten Level. Und auf die dritte kommen wir zurück im nächsten Part. Da werden wir das vermutlich noch ganz, ganz oft sehen. Und da werden wir auch sehen, warum ich schon wieder ziemlich angekotzt und angepisst war. Also, ich bin allgemein, die Aufnahme war für mich dauerhafter Grund des angekotzt, angepisst Seins. Und das ist ja eigentlich nicht so schön, aber naja, mittlerweile geht's besser. Ja, ansonsten, mittlerweile ist meine Bewerbung, ist es Bewerbung? Doch, ist eine Bewerbung für mein Studium, für mein Verbundstudium raus. Also, ich studiere ja bald Wirtschaftsinformatik dual bei meiner Firma und so. Und so, ne? Und, dieses Verbundstudium, das zeichnet sich bei mir dadurch. Was mache ich da genau? Keine Ahnung. Ja, egal. Dieses Verbundstudium, da habe ich mich jetzt für beworben. Mit dem Ziel nach Möglichkeit, jawohl, Overclock. Nee, Overclock. Oh, scheiße, das hatte ich ja schon. Ja, und tot. Hä? Okay. Aber das ist schon ziemlich geil so. Ab dem späteren Level, wo dann mehr Kugeln kommen, da kannst du dann mit dieser Waffe auch teilweise echt was anfangen, weil du damit den ganzen Bildschirm geklärt kriegst mit Grace, ne? Aber so wie hier, wo einfach viel zu wenig geschossen wird, das bringt noch nichts. Noch nichts, wie gesagt. Wenn man dann später mal irgendwo spielt, ich kenne den Programmierer-Level, oder den Creator-Level, kenne ich noch von früher. Das war brutal. Und da ich gerade sehe, dass die Aufnahme schon wieder vorbeigeht, sage ich tschüss, wünsche viel Spaß bis zur nächsten Aufnahme und macht's gut, ne? Servus. Ah ja, hier habe ich selbst mal begangen. Das war ziemlich lustig. Habe ich gesagt, ach komm, verarsch dich da selber und bin einfach in so eine Kugel reingeflogen. Das war schön. Ja, mein Play Rank ist D. Mein Replay ist eigentlich nicht. Macht's gut, ciao.